Und ja, ich baue ihm die beiden Zonen jeweils eine 1er Bauhütte, dass wir 2 weitere Bauarbeiter kriegen. Was auch wichtig ist. Oh. Mist. Euer Gegner hat eine Technologie erforscht. Du nur noch nach Bedarf und mit besserer Verpflegung. Und nebenbei bessere Verpflegung. Wir müssen mal die Wurstproduktion ankurbeln. Eigentlich hier das Eisen? Nein, wir haben das Eisen. Der baut auch aus. Gut. Aber ja, ich habe auch das Problem, ich komme nicht an die Architektur ran. Es ist halt die Frage, wie stark sie forschen, die zwei. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Er hat nämlich nur eine kleine Kirche und er hier hat auch nur eine kleine Kirche. Also werden sie nicht so stark forschen können. Gut, als nächstes brauchen wir 2 von denen. Und ja, gib mir... Nein, blöde Idee. So. Es wird Zeit, die mal auf Geologie umzustellen, dass sie sich wieder... Eine eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Sehr schön. Benutzen wir nämlich also erstmal die Kirche aus. Das ist das Wichtigste. Also ja, 2 Pikiniere kann ich noch auf klassische Art ersetzen. Und hier mache ich dann 5 und 5. Achso, das sind nicht meine. Das da ist der Gegner. Ja, wird spaßig werden. Das kann ich aber auch hier ein bisschen Kasernenplatz errichten. So. Wohnhausausbau.
Lagerhausausbau erstmal. Kann ich nämlich hier die Wohnhäuser im Zentrum ausbauen lassen. Kann auch die Lagerhäuser hier mal ausbauen. Da hoffe ich mal, dass der Einzige, der gerade noch Eisen braucht. Ja. Ja, jetzt sind hauptsächlich nur noch Ausbauten dran. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Die beiden baue ich auch jeweils einmal aus. Dann haben wir mehr als genug Bauarbeiter. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Wie gesagt, solange sie die Kirchen nicht selber ausbauen, wollen die mich nicht so sehr fürchten. Gebäudeausbau fertiggestellt. Okay, wir kriegen wieder... langsam und stetig... Euer Gebäude wurde ausgebaut. Also eigentlich brauche ich erst 3 und dann 6 und 3. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Also hole ich mir auch gleich mal noch die 3. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Du stellst keine Waffen her, du stellst Waffen her. Gebäudeausbau fertiggestellt. So, Waffenschmiede. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ich hoffe einfach, dass mein Eisen jetzt an den richtigen Ort wandert. Da ist ein Barren. Da ist ein Barren. Ah, da sind 2 Barren, Gott sei Dank. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Habe ich eigentlich Pferde? Nein, ich habe keine Pferde. Aber ich werde Pferde züchten müssen. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Wobei ich hier oben auch Schweine züchten könnte. Hier hätte ich genug Platz. Ja, hier hätte ich eigentlich auch genug Platz zur Schweinezucht. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Habe ich eigentlich Jagdwild hier? Zeig mir mal das. Nein. Nein, nein, nirgendwo Jagdwild. Nur in meinem Startgebiet. Okay. Oder ich baue auf beiden Seiten jeweils einen Schweinezüchter und hier dann noch einen Pferdezüchter dazu, weil hier ist sehr viel Platz. Das wird wahrscheinlich das Schlauste sein.
Also beginnen wir mal mit Weizenfarmen. Ich habe eine noch bessere Idee. Weizenfarmen und Schweinezuchten können wir alles an eins anschließen. Gebäudeausbau fertiggestellt. Das dürfte reichen. Dann hier eins von denen. Und zwei von denen. So. Perfekt. Hier sind absolut keine Steine mehr. Okay. Nicht vergessen, wie läuft es hier? Hier läuft es noch gut. Bist du ausgebaut? Ja. Bessere Verpflegung für dich. Bringe Bach Bedarf dann. Dann können wir uns nämlich jetzt dann endlich die Landwirtschaft einkaschen. Und dann die Befestigung, dann gucken, dass wir das Prestige für die Befestigung zusammenkriegen. Na gut. Okay, wir haben die Geistlichen, um das Ding einzunehmen. Wir können ja ein mittleres Prestige-Objekt uns leisten. Und sogar ein kleines leisten. Nämlich die Kanone. So. Es sind wirklich verdammt viele Pikiniere da drin. Hier könnten wir auch noch etwas Holz machen. Mit diesem Außenposten. Wundervoll, ihr habt die Maratur vertrieben, das Kloster der Landwirtschaft befreit. Nun könnt ihr euch das Wissen und die geänderte Gegenwart zunutze machen. Kohle und Werkzeuge mal. Ihr habt euch Zugang zu einem Kloster verschafft, ja, und selbst wenn es euch gelingt, ein paar völlig unbewertete Technologien zu erforschen, habt ihr nicht die Spuren erschossen gegen Baldarus und mich. Jetzt, da die Befragung der Klöster begonnen hat, solltet ihr umgehend mit der Erforschung von Technologien beginnen. König Konradin wird nicht ruhen, euch die Klöster samt ihrem Wissen streitig zu machen. Mir ist klar, dass ich exkommuniziert werde, wenn er einen Kloster der Technologien erforscht, auch wenn wir die Marodeure vertrieben haben. Ja, rettet das Wissen. Erforscht Technologien 12 Stück. Wenn ich also beim Konzil Gottes Wort einlegen soll, müsst ihr mindestens ein Dutzend Technologien erforschen. Also ja, es gibt 1, 2, 3, 4. Es gibt 6 Dinger pro Block. Und es gibt. Ja. Es gibt 6 pro Block und es gibt 4 Blöcke, also 24 insgesamt und die Hälfte brauchen wir. Mindestens. Wie gesagt, solange sie ihre Klöster nicht ausbauen, ihre Kirchen,